Die Filmwelt ist in tiefer Trauer. Schauspieler Horst Naumann, der vor allem für seine Auftritte in den erfolgreichen Serien Die Schwarzwaldklinik und Das Traumschiff bekannt ist, ist im Alter von 98 Jahren gestorben. Die traurige Nachricht bestätigt seine Ehefrau gegenüber Nachrichten 360. Ehefrau Martina Lynn Naumann bestätigt die traurige Nachricht: Mein Mann ist ganz friedlich zu Hause eingeschlafen. Wir haben an dem Morgen noch zusammen im Bett gefrühstückt, und dann hat er dort nochmal ein wenig geschlafen, so wie er es immer gemacht hat. Irgendwann hörte er auf zu atmen, ich war dabei. Er ist einfach rüber geschlafen. Horst Naumann, der später auch als Synchron- und Hörspielsprecher tätig war, hat 1954 in dem Film Das geheimnisvolle Wrack sein Leinwanddebüt gegeben. In den 1960er Jahren fasste er zudem in der Fernsehwelt mit Auftritten in Serien wie Bei uns daheim und Zimmer 13 Fuß. Von 1986 bis 1989 spielte er in der Krankenhausserie Die Schwarzwaldklinik Dr. Horst Trömer. 1983 trat der gebürtige Dresdner außerdem erstmals in Das Traumschiff auf. Zunächst hatte er vereinzelte Gastauftritte, gehörte wenige Jahre darauf in der Rolle des Dr. Horst Schröder jedoch zum festen Ensemble. Bis 2010 verkörperte Naumann den Schiffsarzt in der beliebten ZDF-Serie. Sänger und Traumschiffkapitän Florian Silbeisen, 42, zollt dem verstorbenen Schauspieler nun Tribut. Er war der Traumschiffarzt, der scheinbar wirklich über medizinische Kräfte verfügt hat. Durch seine beruhigende und souveräne Ausstrahlung konnte man vor dem Bildschirm tatsächlich entspannen, wenn er an Bord war. Er hat das Traumschiff auf diese Weise ganz entscheidend geprägt, sagt er gegenüber Nachrichten 360.